Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück in Rom. In der Wohnung von Anna Maria. Ohne Anna Maria, aber mit dem Auftrag zu hacken bei Baphomets Fluch 4. Engel des Todes. So, wir müssen jetzt hier wieder mal eine Folge mit Hacken beginnen. So, verbinden. Habe ich in der letzten Folge nicht ganz geschafft. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen das Ding noch kriegen. Ach nee, das läuft ja genauso ins Leere los. Ist doof. Jetzt sitzen wir wieder genauso bescheuert da wie beim letzten Mal. Das muss wahrscheinlich direkt so. Warte mal. Das könnte man hier unten hinleiten. Wir könnten allerdings auch probieren, ach verdammt, naja gut, es geht. Jetzt fällt uns wieder das Ding nach unten. Doof.
Na, warte mal, warte mal. Nee. Wie gesagt, ich wäre dafür, das Ding hier unten. Weil das so, das wäre eigentlich auch. Wie gesagt. Das hatten wir ja erst gerade so. Ach, wir haben doch hier noch eins. Ja, weil wir das Ding jetzt dort haben. Da sitzen wir wieder genauso bescheuert da. Ja, das Problem ist. Wir bräuchten mindestens eins hier runter. Warte mal. Ja, du machst das in die Ecke. Das ist mir tierisch schwer gerade. Tier viel zu schwer. Für meine grauen Zellen. Ich gebe mich geschlagen. Na, wo ist das Ding? Oh.
Habe ich jetzt so richtig, ja, richtig gesehen? Warte mal. Hey. Nee. Selbst wenn du hingucken schaffe ich sie. Was ist denn los mit mir heute? Okay. Genau. Oh. Ich habe mich, wie gesagt, an der Stelle diesem Ding geschlagen. War zu dumm dafür. So, müssen wir das halt so machen, damit wir wieder nicht die ganze halbe Folge hier da sitzen. Ich hab's. Ja. Die Telefonnummer der Hostienbäckerei lautet 0039 06 6981 5956. Ich hoffe mal, ich muss mir das jetzt nicht merken. So, das speichern war natürlich diesen Misserfolg. Oh. Okay. Tja. Telefon. Ich meine, ich hätte es auch offscreen probieren können, aber da hättet ihr ja auch sagen können. Der hat ja nachgeguckt. So sage ich lieber selber indirekt, ich hab's nachgeguckt. Ich bin ehrlich mit euch und. Gut, okay. Telefon. Hallo, Hostienbäckerei der barmherzigen Schwestern hier. Schwester Serena hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich würde gerne mit Schwester Angelika von den barmherzigen Schwestern reden, bitte. Aber gerne. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Bruder Angus vom Kloster Saint-Peregrin. Ein Moment bitte. Schwester Angelika, ein Anruf für dich. Hallo, wer ist da? Hallo, ich bin's, Bruder Angus. Ich habe gerade so mein Adressbuch durchgeblättert und dachte, ich rufe dich mal an. Wie steht's denn so bei euch? Der einzige Bruder Angus, den ich kenne, hat vor 30 Jahren ein Schweigegelübde abgelegt. Ja, das war ich. Wie doch die Zeit vergeht, wenn man die Klappe hält, was? Mit geschlossenem Mund habt ihr mir besser gefallen. Lebt wohl, Angus. So viel dazu. Das war ja wohl ein Griff ins Leere. Guck mal. Wir gehen nochmal dorthin. Jo, okay. Dann flitze mal, Freundchen. Wo runter hier? Oder warte mal. Die Nico, die muss doch hier irgendwo in Anna Marias Zimmer rumschwirren. Wo ist denn die gute Frau? Nico, hier, guck mal. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Nee, alles gut. Lass sein. Licht aus oder ich beiß die Lampe ab hier. Ja, lauf. Nun lauf doch mal, oh Pfiffi. Oh ja. Wo soll ich jetzt hin? Hier, Vatikan. Ich glaube, ich gehe zum Vatikan. Jawohl, ja. Na, ja. Sicherung. Oh nein. Mach doch mal. Hallo, Schwester Angelika. Sie schon wieder. Was gibt es diesmal? Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. War mir ein Vergnügen.
Ich kann sie sehen. Kann ich mir denken. Dann können Sie sich wohl auch denken, was ich jetzt sage. Hören Sie auf, meine Sachen anzufassen? Ha! Und da sagt man immer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich bin doch kein Hansel, Schwester. Oh, geh mal raus hier. Hallo, Häuschenbäckerei der barmherzigen Schwestern hier. Schwester Serena hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, Hallöchen. Ist Angie da? Angie? Schwester Angelika, die mit dem hübschen Lächeln und der tollen Ausstrahlung. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Es sei denn... Ein Moment, bitte. Schwester Angelika, ein Anruf für dich. Es ist Ihr Terminplan für morgen. Offenbar erwarten Sie morgen einen Prüfer vom Gesundheitsamt. Da ist sie. Wird Zeit, den hier wieder an Ort und Stelle zu legen. Mhm. Hallo, Schwester Angelika. Sie schon wieder. Was gibt es diesmal? Okay, mein Name ist Hans Steiner und ich bin der Prüfer vom Gesundheitsamt. Aber Sie sollten nicht vor morgen eintreffen. Sie fallen jedes Mal drauf rein. Das ist irregulär. Wir sind nicht bereit. Man erwartet von Ihnen immer bereit zu sein. Mal sehen, was Ihr Chef dazu sagt. Nein! Moment! Das geht schon in Ordnung. Ich öffne Ihnen die Seitentür. Ich danke Ihnen, Schwester. Das ist aber furchtbar nett von ihr. Willkommen bei den barmherzigen Schwestern, Senior Steiner. Sie haben Glück. Eine Charge ist gerade angelaufen. Meine Assistentin, Schwester Serena, wird Sie führen. Eine komplette Führung, hoffe ich. Keine Ausnahmen. Natürlich. Folgen Sie mir bitte. Ich spiele die Steiner-Nummer lieber weiter, bis ich einen Weg durch diese Fabrik ins Kloster gefunden habe. Diese Fabrik ist seit nunmehr 80 Jahren das Zentrum der Hostienproduktion in Rom. 2000 haben wir uns entschieden, den Prozess zu automatisieren. Unsere Wahl fiel auf den Wegbereiter Autobag 5XLI. Der Wegbereiter Autobag 5XLI? Ja, sicher. Machen Sie weiter. Diese Anlage hat unsere Hostienproduktion revolutioniert und den Ausstoß maximiert. Zuerst werden die Zutaten in den Mixer gefüllt, um den Teig zu kneten. Danach kommt der Teig auf das Förderband und wird dann ausgestanzt. Nach dem Ausstanzen gehen die Waffeln... Stopp! Oh. Sie haben Waffeln gesagt. Ich meinte Hostien. Ja, richtig. Weiter. Oh, naja. Danach werden die Hostien zum Backen in die Öfen transportiert. Nach dem Backvorgang kühlen sie an der frischen Luft ab. Dann werden sie verpackt und rund um den Globus versandt. Danke für Ihren Besuch und genießen Sie den Aufenthalt in unserer schönen Stadt. So. Selbst die Klöster sind heutzutage automatisiert. Mit was für Maschinen? So. Was hat dieser Ort mit dem Heiligen Orden zu tun? Oh, die Fabrik liegt auf dem Grund und Boden des Ordens. Dieses Gebäude wird nur für die Hostienproduktion genutzt. Dann haben also auch die Mönche hier Zutritt. Mönche? Mönche? Himmel, nein! Wir haben strikte Besucherregeln. Die einzigen, die hier Zutritt haben, sind Bischöfe und Kardinäle. Und Nonnen natürlich. Wir achten hier auf strikte Sauberkeit. Mhm. Ja, mach ich auch. Und wie gelangen Sie von hier in den Heiligen Orden? Es gibt nur einen Ausgang, über die Hintertür.
Aber Schwester Angelika behält die Tür sorgsam im Auge. Jawohl. Ich weiß nie, wer da hereinspaziert. Ja, da hat sie recht. Sauberkeit muss immer wachsam sein. Und wie werden die Mischbottiche gereinigt? Oh, das wird Ihnen gefallen. Jede Woche gibt es einen Wettkampf und die Siegerin klettert hinein, um zu putzen. Muss das aber Spaß machen. Die Siegerin, ich würde eher sagen die Verliererin. Diese Messer, wo genau liegt das letale Stanzmoment? Das was? Der Punkt, an dem sich die Stanzmesser bei anzeigepflichtigen Unfällen abschalten. Oh, Sind die Stanzmesser sicher? Oh, ja, sie sind sicher. Sind sie sicher? Sehr sicher. Sind sie sicher? Naja. Nein? Nein? Nein, sie sind nicht sicher. Sie sind nicht sicher? Nein, sie sind gefährlich. Gefährlich? Sehr gefährlich. Also sind sie nicht sicher? Nein, sie sind nicht sicher. In keinster Weise. Ich verstehe, aber sind sie sicher? Ja, sie sind sehr sicher. Sie sind sicher? Oh ja, sehr, sehr sicher. Gut. Einfache Frage, einfache Antwort. Das wollte ich haben. So, ist das Ding denn sauber? Diese Öfen. Haben Sie da drin schon mal Pizza gebacken? Das was? War nur eine Frage. Ich hätte es gemacht. Aber wir nicht. Die sind für die heiligen Hostien, nicht für Pizzen. Gute Antwort auf meine Fangfrage. Immer wachsam bleiben, Schwester. Die hat wohl eine Waffel, ja. Dieser Kühlbereich hier, würden Sie davon essen? Sicher nicht. Aha, ist wohl nicht sauber genug, was? Nein, der ist für die Hostien. Aber würden Sie ihn ablecken? Signor Steiner, ablecken? Ja, Schwester, ablecken. Würden Sie? Nein! Sehr gut, 9 von 10 Punkten auf der Entrüstungsskala. Exzellent! Jo. Okay, danke, Schwester. So, das sichern wir natürlich. So. Können wir irgendwas machen mit dem... Keine Ahnung, wo der hinrennt. Manu? Kann ich hier durch? Entschuldigung, aber dieser Raum ist gesperrt. Er wird nie genutzt. Da werden keine Lebensmittel verarbeitet? Der ist verschlossen, seit ich hier arbeite. Ich muss in das Kloster kommen. Und die Tür ist sowieso abgeschlossen. Mhm. Was haben wir denn hier? Signor Steiner, hier ist eine Hygienezone. Das weiß ich doch. Wollte nur prüfen, ob Sie auch das Regelbuch kennen. Sind Sie für diesen Bereich verantwortlich? Ja, hier verpacke ich die Hostien für den Versand. Ah, diese Zone ist also ein nahrungsfreier Reihenbereich. Ja, ja, hier esse ich nie etwas. Nie? Nein, nie. Kein einziges Mal? Nein, kein einziges Mal. Wir werden sehen. Oh. Wir könnten ja mal versuchen, hier das Brot hier irgendwo unterzubringen. Schwester Serena beobachtet mich wie ein Falke oder wie ein Spatz. Keine Chance, das jetzt zu tun. Wir müssen mal hier, wo ist die hier vorne drin, oder? Wohin des Weges, Senior Steiner? Alles doppelt prüfen ist meine Devise. Aber nicht dort unten, fürchte ich. Für das Kloster brauchen Sie eine päpstliche Sondergenehmigung. Nicht mal der Papst kann sich Gesundheit und Sicherheit widersetzen. Oh doch, er kann. Glauben Sie mir. Auf Wiedersehen. Oh Mann, wenn ich die doch loswerden könnte. Ja, das versuche ich ja. Ich wollte doch hier reingehen zu der Alten. Hier durch diese Tür.
Haben Sie es an den Ohren, Senior Steiner? Sorry, haben Sie was gesagt? War das ein Witz? Nicht ganz, ein Scherzchen vielleicht. Wie werde ich hier? Ich meine, ich habe ja nichts grundsätzlich nichts gegen die Serena hier. Aber können wir da irgendwas geben? Weiß es nicht. Nee, hör auf. Er rennt bis wieder sinnlos runter. Nein, das dürfen Sie nicht. Sie könnten den gesamten Inhalt verunreinigen. Das wusste ich. Wollte Sie bloß testen. Gott sei Dank. Hätte ich eine komplette Charge ruiniert, würde ich in irgendeine abgelegene Diözese strafversetzt. Die Unreinheit ist unser Erzfeind, Schwester. Ja, hatte nichts mehr zu sagen. Okay, danke, Schwester. Das klappt doch nicht. Kann ich ihr irgendwas geben? Das klappt doch nicht. Das mache ich nicht. Schlüssel zum Wohnblock. Das ist nicht der richtige Weg. Keine Chance. Mache ich nicht. Ja. Was ist, wenn ich hier, hinterflitze, bevor die hinten ist und das mache. Schwester Serena beobachtet mich wie ein Falke oder wie ein bösartiges Rotkehlchen. Ich muss sie ablenken. Ja, bloß wie? Jetzt rennt er erst runter, um sich das anzugucken. Doch mal. Weil mit dieser Steuerung schnell irgendwo hinzulaufen, das ist schlimm. Dieser Ofen wird extrem heiß, Senior Steiner. Seien Sie vorsichtig. Ich sehe keinen Warnhinweis. Er war ja noch nicht fertig. Wie nicht fertig? Wir haben Sie erst morgen erwartet. Mein lieber Schwan, das wandert aber in mein Notizbuch. Oh. Das funktioniert so nicht. Dann halt nicht. Wie irgendwie Sachen hier. Bitte, die Anlage ist empfindlich. Nur Schwester Angelika darf die heilige Maschine anrühren. Und nebenbei bemerkt, tragen Sie keine Schutzhandschuhe. Aha, sehr gut. Mit dem Handbuch der heiligen Reinheit sind Sie also vertraut. Ja, Sir. Eine Kopie davon liegt neben meinem Bett. Wirklich? Oh, Sie haben einen Stern verdient, meine Liebe. Und warum darf ich die Anlage nur mit Handschuhen berühren? Weil sie sonst dreckig wird? Richtig, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass ich mir nicht die Parasiten aus dem Mehl einfange. Igitt, ist das wahr? Liebe Schwester, wer ist hier der Experte? Sie natürlich, Senior Steiner. Ja. Würde ich wohl meinen. Hier geht's nicht hinter. Wo rennt denn das wieder hin?
Salamischeibe nur drauf klatschen. Keine Chance, mache ich nicht. Oh, nee, okay. Wir sind dann auch schon wieder fertig für heute. Das Hacken hat zu lange gedauert. Ja, was ich nicht geschafft habe. Damit hoffe ich trotzdem, dass es euch trotzdem gefallen hat. Dieses ganze Ding hier. Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen. Tschüssi.